That was close. And just who the hell are you? Give me your name, and I shall give you mine. Ha ha! You certainly have guts. But I'm afraid I don't see the need to introduce myself to a miserable little creature like you. What a coincidence! Because I don't see a need to introduce myself either to a moron who doesn't realize how pathetic he is. Why, you little... An X-Sphere? You're... Lloyd? And if I am? I see the resemblance. Sir, we've received reports that the Chosen's group has infiltrated the facility. You're the Desaian that attacked Asalia! So you're Lloyd. Now this is amusing. Voda, I'm leaving for now. Our plans will be ruined if he sees me. What of the Chosen? I'll leave that to you. Understood. Lloyd, the next time we meet, you're mine. Just you wait. Lloyd, are you okay? Are you all right? Are you hurt? He looks fine. You guys all came for me? Perfect timing. I'll take care of everyone at once. Get ready. Okay, let's go. Fight. Don't overdo it. Okay, jetzt haben wir wieder unseren Heiler am Start. Ich glaube, wir werden uns aber selber erstmal hochheilen, denke ich mal. Einfach aus Gründen, ja. Jetzt haben wir nämlich ein bisschen. So, ich werde erstmal die kleinen Fatzen hier fertig machen. Wow. Aber ich kann die gar nicht angreifen, weil die nicht in meiner Lane sind, oder was? So, ich würde gerne mal kurz... Wieso kann ich die hier nicht angreifen? Wow! Der mit seiner Steinattacke. Wie wär's mit First Aid? Okay, warte. Erstmal wieder selber heilen hier. Aber das war jetzt gerade eine interessante Sequenz. Wir haben anscheinend einen sehr interessanten, einen zukünftigen Gegner kennengelernt, den Blauhamern. Boah, Alter. Haben wir zufällig noch einen? Ja, wir haben noch eins. Sehr gut. Wir haben noch eins gehabt. Das ist sehr gut. Sword Rain. Wir haben Sword Rain freigeschaltet. Mit nach unten und dann... Okay, das werden wir gleich gegen ihn einsetzen. Aber zuerst heilen wir uns mal ein bisschen hoch. Und dann irgendwie... Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Ah, okay, so. Okay. LOL. Machen die den auch fertig? Das wäre nett. Na gut, da kann ich jetzt ein bisschen reden. Okay, letzter ist der ultimative Kampf.
Ultimative Kampf. Demon Fang. Schafft er es. Rage against those who dare to defy the Stalagmite. That's what you deserve for going against us. What the fuck? Alter, was geht mit dem? Sag mal, kann es sein, dass die Bosse ultra krank sind? Nur mal so als Information so. Alles klar. Okay, ich habe überhaupt noch gar nichts eingesammelt hier wieder. Also das heißt, ich habe meine geilen Galt nicht. Ich brauche die Galt. Ich weiß gar nicht, wo die waren. Jetzt haben wir hier Rot auf Dings. Okay, das heißt, wir haben erstmal wieder den Kampf hier. Ich hätte speichern sollen, als ich den Kontrollraum entdeckt habe, aber daran habe ich nicht gedacht. So, aber jedenfalls, wir hatten diese sehr interessante Sequenz. Ja, dieser Blauhaarmann da, der wird uns bestimmt im späteren Spiel nochmal begegnen. Gehe ich mal von aus. Und dann ist jetzt natürlich auch die Frage, warum plötzlich, also quasi die Auserwählten-Truppe wieder hier ist, um uns zu retten. Ich verstehe es nicht. Aber muss ich das auch verstehen? Okay, das war falsch. Hier ist kein Dings. Mal gucken, was. So vielleicht. Jetzt haben wir nämlich Rot auf Rot. Passage zum Eingang ist offen. Ja. Okay, jetzt. Ach so, jetzt kommen wir wahrscheinlich hier zum Dings, warte. Ah ja. Hier waren doch die. Nee, hier war das magische Tuch drin. War das blau auf blau? Ne, grün auf Dings. Also vielleicht so. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt muss ich erstmal wieder kämpfen. Reinforcement, huh? Ich glaube, ich werde mich diese Runde nochmal heilen müssen. Was ist das? Okay, los geht's. Was zur Hölle? Warum, Demon Fang! Demon Fang! Demon! Demon Fang! Okay, let's go. Sword Rain! Demon Fang! Sonic Rush! No way! Demon Fang! Ah, ich hab das jetzt mit den Spezialfähigkeiten verstanden. Ich mach das über nicht über hier unten die Pfeiltasten, dachte ich, sondern über den Laufbutton quasi. Ah, da ist es. Ja, okay. Damit haben wir alles. Jetzt müssen wir speichern. Und grün auf grün bringen. Okay. Dann würde ich sagen, erstmal um eine halbe Umdrehung machen. Und da noch eine Viertelumdrehung. So. Das war falsch. Aber das Gute ist, das hier ist die Hälfte von einem Viertel. Ernsthaft? Oh, jetzt muss ich erst warten, bis es weg ist. Dieses Elektro-Dings. So. So. Tür zum Kontrollraum ist offen. So. Wir safen und wir müssen uns trotzdem nochmal hochhalten. Sonst, ja, sterbe ich nämlich. Sofort. Weil jetzt können wir ja immer wieder hier starten. Das ist eine super Idee. So. Okay. Wir hätten uns eh hochheilen müssen, von daher passt das. So, oh mein Gott, Sequenz. Oh, Hilfe. Ja, das war knapp. Wer bist du? Keine Ahnung. Blauer Mann. Die Sequenz kennen wir ja schon, das heißt, die kann ich jetzt irgendwie getrost überspringen, aber ich kann sie nicht. Weil man kann hier keine Sequenzen insgesamt überspringen, das finde ich ein bisschen doof.
Vor allem, was hat er da für Elektrofähigkeiten, der Typ? Oder dunkle Magie oder sowas. Oh mein Gott. Vor allem, wir haben hier übelst die Metallschwerter. So, aber, what have they chosen? Wir haben... aber wir haben sonst immer nur Holzschwerter, ne? In den Videosequenzen haben wir andere Schwerter, oh mein Gott. Wahrscheinlich Endgames-Zeugs, wahrscheinlich so, weißt du? Okay. Perfect timing. I'll take care of everyone at once. Na dann, Herr Baron. Let's go. Ready for a real fight. Jetzt geht's ab, Herr Baron. Ich muss erstmal gucken, wie viel Leben der hat. Dafür habe ich mir ja diese geilen magischen Augen gekauft. 4200, Botter. Der hat ein bisschen weniger als der Ex. Der Dings. Boah, Alter. Don't overdo it. Don't overdo it. Demon thing. Don't overdo it. First aid. No way. Sorry. Don't overdo it. Okay, hab ich doch TP. Ich bin ja erstmal, aber ich weiß nicht, wie ich hier irgendwie die Lane wechseln kann oder so. Das ist okay, einer ist down von den Peasants. Hör auf, die andere anzugreifen, Mann. Okay, das andere Ding ist auch down. Scheiße. Guinness, beleb mich mal wieder, bitte. Okay, wir gehen weg. Okay, das. Boah, Alter, macht der Damage. Der macht so harten Damage einfach mal. Und gleich kommt er bestimmt mit seiner unglaublichen Ultra-Fähigkeit. Wir müssen auch mal lernen auszuweichen, ja. Oh, ich bin schon wieder tot. Kommt der jetzt gleich wieder mit seinem... Ja. Alter, der macht mehr Schaden, als andere Leben haben, so, weißt du. Vielleicht schafft ja unser Söldnerfreund das, ihn zu besiegen. Das Problem ist, der heilt sich selber nicht. Wäre geil, wenn er das jetzt schaffen würde, weißt du? Aber ich glaub's eher nicht so. Ich bin irgendwie immer einer, der an den Bosskämpfen nur verkackt. Und wenn er es jetzt nicht schafft. Er hat's geschafft! Geil! Alter Söldner-Typ, du bist der Hammer! Er hat's geschafft, er hat den Boss besiegt! Obwohl wir alle anderen down waren. I underestimated your abilities. Da haut er einfach ab. Isn't this a... Professor! Ah, oh, Lloyd. Genus told me what happened. I apologize for the trouble he's caused you.
No, I'm the one that dragged Genus into it. I'm sorry. Save the chit-chat for later. We shouldn't stay here long. You're right. I opened the escape route just now. Let's go. Neushi ist auch hier. Eine Frage. Das kristalline Objekt auf dieser Waffe, ist das einer der X4, die Genus erwähnt hat? So scheint es. Ach ja, du verwendest ja auch eine X4. Das ist dir also aufgefallen. Stell dir mal vor. Was sind denn X4s eigentlich genau? Das zu erklären dauert eine Weile. Reden wir darüber, wenn wir wieder in Triet sind. Ja, okay, Neuschi. Gehen wir! Warum spiele ich jetzt den? Achso, weil alle anderen tot sind. wie kommen wir jetzt wieder zu Trier, nach Trier? Ohne zwischendurch angegriffen zu werden und zu sterben. Indem wir unser Apfelgel verwenden und den hier hochheilen. So. Wir müssen nach Trier zurück. Ah, da ist es. Aber. Lloyd. Was? Der Kampf vorhin. Willst du mir sagen, dass ich dir im Weg war? Du warst nicht schlecht. Offenbar hast du dich ein wenig verbessert. Ja, du bist gestorben. Bitte. Du musst mehr über dich und deine Gegner lernen. Wenn deine Fähigkeiten kannst du den Gegner effektiver bekämpfen. Manchmal wirst du gegen Gegner kämpfen, die dich vergiften können. Manchmal werden deine Fähigkeiten durch Magie blockiert. Der Unterschied zwischen Erkennen und Nicht-Erkennen dieser Gefahren und wie man sie vermeiden kann, ist enorm. Nur das Schwert hin und her zu schwingen reicht nicht. Vergiss nicht, dass auch das Lernen zu Stärke führt. Kratos. Ich habe schon zu viel geredet. Los geht's. Trödel nicht rum. Dem Trainingshandbuch wurden Kombos und Statuseffekte hinzugefügt. Ja, Kombos und Statuseffekte, das habe ich mittlerweile auch schon verstanden. Hey, geil, was ist das da hinten gewesen? Okay, ich bin fix und fertig. Ich brauche eine Pause. Ja, gehen wir zum Gazhaut und reden dort. Zum Gazhaut. Anders ausgedrückt sind diese X4s Verstärker, die unsere schlummernden Fähigkeiten wecken. Ob ich wohl auch eine verwenden könnte? Das wäre schwierig. Ohne Schutzfassung zerstören X4s den Körper. Könnten wir nicht eine Schutzfassung herstellen? Wie gesagt, eine Schutzfassung wird durch das Verarbeiten von Hemmerz hergestellt. In das Erz wird ein Spruch eingraviert, der den X4 zügelt. Das ist eine geheime Kunst, die nur den Zwergen bekannt sein soll. Ja, ich kann den Spruch gravieren, aber nur mein Paps könnte das Erz verarbeiten. Ist unter diesen Sachen zufällig etwas Hemmerz? Rain, hast du das von zu Hause mitgebracht? Natürlich, das sind wertvolle Forschungsmaterialien. Das sind eine heilige Vase aus dem Balgruft-Mausoleum, das ist ein mit Juwelen besetztes Schwert aus dem Tempel von Martel, das hier ist eine Priesterkrone aus den Ruinen von Asgard, das ist ein Gelberz aus den Himaminen. Was zum... Das ist doch alles Müll! Was sagst du da? Das ist doch... Ah, das habe ich vor der Menschenfarm gefunden. Es ist eine Gravur in der Sprache der Engel, daher habe ich es mitgenommen. Professor, das ist eine Schutzfassung. Die Gravur ist schon ziemlich abgenutzt, so kann man sie nicht verwenden. Das bringe ich in Ordnung. Keine Sorge, Professor Rain, morgen können Sie Ihre X4 anlegen. Wirklich? Danke, Lloyd. Tut mir leid, dass du dir diese Arbeit machen musst, aber ich weiß es wirklich zu schätzen. Okay, fertig. Jetzt bringe ich sie zu Professor Rain. Hallo, Kratos? Wenn du fertig bist, solltest du zusehen, dass du ein bisschen Schlaf kriegst. Ich weiß. Also, jetzt leben wir wieder. Das ist praktisch. Nachdem Kratos uns den Kampf gerettet hat, der den Kampf einfach mal gesolot hat. So richtig easy. Warum? Hier oben war mal ein Speicherpunkt. Was? Das ist das Zimmer von Rain und Genus. Nein.
Und das hier, das ist Colettes Zimmer. Lass mal hineingehen.